Hallo und herzlich willkommen zum Paint Day. Heute machen wir eine einfarbige, ganz einfache Blüte mit so ein bisschen Rankengedöns drumherum. Und was braucht ihr eigentlich dafür? Ihr braucht einen Einerpinsel, dann braucht ihr natürlich eure passende Acrylfarbe, die ihr verwenden wollt. Die kriegt ihr in jedem Bastelladen. Dann braucht ihr natürlich Wasser, um den Pinsel auch wieder auszuwaschen und eine nicht saugfähige Unterlage, das heißt Plastik, Porzellan oder Metall. Ich mache das Ganze heute ohne French. Ihr dürft das natürlich machen und ich zeige euch das auch nur auf einem Tipp. Das heißt, das Muster wird nach dem Aufbaugel aufgetragen, das heißt, nachdem ihr den Apex modelliert habt, den Nagel nachgefeilt habt, das heißt natürlich auch vor der Versiegelung. Wenn ihr auf einem Tipp üben wollt, raut euch den einfach ein wenig an. Und dann ist das genauso, als wenn ihr den Nagel nachgefeilt hättet. So, und dann fangen wir auch schon an mit dem Muster. Das hier ist meine Unterlage für die Farbe zum Mischen oder wie auch immer. Da packe ich jetzt einen Tropfen Schwarz drauf. Ihr könnt natürlich jede Farbe nehmen, die ihr möchtet. Das soll ein fünfblättriges Blatt werden. Das heißt, wir bräuchten jetzt erstmal so ein paar Orientierungshilfen. Dazu mache ich immer so kleine Dreiecke. Jedes Dreieck ist eine Blüte. So, und dann fangen wir an, diese Dreiecke auszumalen. Eine ruhige Hand zu haben, stützt eure Hand wirklich auf den Tisch vernünftig auf. Und dann könnt ihr vernünftige Striche ziehen. Es muss natürlich nicht jedes Blatt gleich aussehen, ganz klar, in der Natur ist das natürlich auch nicht so. Ihr solltet auch erstmal anfangen mit einem Blatt, einfach mal so ein Blatt Papier nehmen und dann so ein Blatt auf das Papier malen, damit ihr die Strichführung euch einprägen könnt. Schon unsere fünf Blätter. Jetzt mache ich hier noch so ein paar Details dran. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Macht es nicht zu perfekt, weil dann geht es meistens schief. So, da hätten wir die drei Blätter schon mal fertig. Und jetzt machen wir noch einfach so ein paar Ranken unten dran. Wenn ihr Striche machen wollt, die von dick nach dünn verlaufen, dann fangt immer mit der dicksten Stelle an.
und dann zieht das Ganze nach oben weg. Dann wird der Strich automatisch immer dünner. So. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Das Ganze wird dann natürlich zweimal versiegelt. Ihr müsst jetzt natürlich so ein bisschen warten, bis die Farbe getrocknet ist, ganz wichtig. Sonst verschmiert ihr euch mit der Versiegelung die Farbe wieder, die Acrylfarbe. Ihr könnt natürlich vorher auch noch das Ganze mit irgendwelchen Glitzer oder Steinchen dekorieren. So, das war es jetzt auch schon mit unserem Paint Day. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze relativ gut erklären, sodass ihr das zu Hause nachbasteln könnt. Übung, 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 denn kein Meister ist vom Himmel gefallen. Das Ganze mindestens 10-mal üben und dann müsstet ihr das Ganze eigentlich perfekt drauf haben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben, sharen, teilen, liken. Kommentare sind auch gern gesehen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.